Ja, hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal Lingling's Kosmos. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ja, ihr wisst ja, ich hatte das im letzten Video angekündigt. Zu Weihnachten habe ich eine neue Beleuchtungseinheit bekommen, nämlich die Helialux Spektrum 1000. Ihr wisst ja, ich habe das Rio 180 von Juwel mit 180 Litern, Kantenlänge 1 Meter. Und ja, die Standardbeleuchtung war in Ordnung. Kam ich gut mit klar, aber da ich ja ein kleines Spielkind bin, dürfte es gerne noch ein Stück weit digitaler sein. Und somit ist halt die Spektrum 1000 inklusive der Smart Control eingezogen bei uns im Haus. Ich habe die relativ schnell einrichten können, das war überhaupt kein Problem. Da kann ich euch das Juwel-Video, also gebt einfach mal bei YouTube Helialux Spektrum und Juwel ein, dann kommt ihr auf ein kurzes Video. Das geht so, ja, ich glaube 90 Sekunden, 2 Minuten. Da kriegt ihr quasi im Schnelldurchlauf, kriegt ihr das Einrichten der Smart Control gezeigt. Das ist relativ easy. Vielleicht verlinke ich euch sogar dieses Video unten in meiner Beschreibung. Wie war er denn nun, mein erster Eindruck? Ich muss ehrlich sagen, ein bisschen enttäuschend sogar. Ich war ein bisschen enttäuscht. Hätte so ein Nachdem ich die Lampe eingeschaltet habe und wirklich alles auf 100%, sämtliche Dioden auf 100% wirklich eingeschaltet habe per App, habe ich eigentlich erwartet, dass hier dieses Becken hell erleuchtet dasteht. War es aber gar nicht. Also ich habe erst sogar überlegt, ist das ein großer Unterschied zu meiner alten Röhre? Aber ja, es ist ein Unterschied. Aber der stellt sich erst so nach 2, 3 Tagen ein, optisch. Das ist einfach so. Also ich hatte irgendwo gelesen, in irgendeinem Forum, man müsste sich an die Lampe gewöhnen, ein Stück weit. Und ja, das unterschreibe ich. Man muss sich an die Lampe gewöhnen. Also, wer jetzt erwartet, dass das hell erstrahlt, das Becken, den muss ich enttäuschen. Aber nach so 2, 3 Tagen Rumspielerei mit der App und näherer Betrachtung ist mir dann aufgefallen, ja, wenn ich genauer hinschaue, gerade so im Bodenbereich, und mein Becken ist ja sehr dicht bepflanzt, ich kann mittlerweile viele Bereiche kann ich einfach einsehen. Die waren vorher so gefühlt stockdunkel bei der alten Lampe und das Licht leuchtet einfach kräftiger in den Bodenbereich rein. Das ist definitiv so. Und was natürlich auch top ist, diese Tageszeitsimulation. Also von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich zeige euch das auch gleich nochmal im Schnelldurchlauf. Ich will es nur jetzt nicht machen, weil das ja, verwirrt auch ein Stück weit die Fische. Das werdet ihr dann gleich sehen. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. So, zur Einrichtung der App habe ich ja schon was gesagt. Ich habe mich da letztendlich der Standardprogramme bedient. Die sind nämlich anpassbar. Man kann die anpassen. Das heißt, ich habe mir ein Standardprogramm genommen, habe das erstmal von der Morgenszeit und der Abendszeit her angepasst auf unsere Zeiten und habe noch ein paar Steps mit eingebaut. Ich habe zum Beispiel eingebaut, dass es mittags ja einen gewissen Wolkenflug gibt, dass das teilweise leicht, aber wirklich in Nuancen nur abgedunkelt wird wieder und dann nachmittags nochmal ein Stückchen heller wird, bevor es dann, ich meine, so ab 18 Uhr langsam in die Abend- und Dämmerungsphase bis 21:30 Uhr geht. Sind tolle Effekte. Macht wirklich Spaß zu sehen und hat überhaupt nichts gemein mit diesem abrupten, zeitschaltuhrgesteuerten knallhart an- bzw. knallhart ausschalten. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, sind die Fische selbst. Also, ich kann es mir auch einbilden, aber ich finde, sie sind wesentlich aktiver. Vor allem die Opisthogrammas, die McMasteries, die sind nur noch am Balzen, sind wesentlich aktiver. Auch beide Mädels und der Bock, die sind wirklich den ganzen Tag irgendwo unterwegs und das ist mir relativ früh aufgefallen. Die waren auch vorher aktiv, keine Frage, aber irgendwas hat sich da nochmal getan. Auch bei den Beibäuchen, wenn die abends in die Dämmerung gehen, scheint ein Dämmerungsfisch zu sein. Also die sind richtig am Jagen oben an der Wasseroberfläche. Ich werde euch das bei Gelegenheit mal filmen, aufnehmen und zeigen. Das ist echt eine coole Geschichte. Jetzt stehen sie natürlich da wie die Kommandoflotte. Aber abends geht es da richtig ab. Das scheinen die zu mögen, wenn es so in die Dämmerung geht. Wenn der Rotanteil erhöht ist, dann gehen die richtig ab. Die Fische kommen auch extrem gut rüber im Dämmerungsanteil. Also wenn der Rotanteil höher geht. Das seht ihr ja bei den Neons. Ja? Da fällt das extrem auf. Ja? Ich habe ja viel Rot in dem Becken allein durch die Neons. Und das ist eine super Geschichte. Das macht echt Spaß.
Und was auch eine super Geschichte ist, selbst die Pflanzen reagieren auf die Dämmerung. Also ich habe hier ein paar Pflanzen drin, die einfach bei Dämmerung, wenn der Rotanteil hochgeht, ihre Spitzen zusammenziehen und nochmal wesentlich intensiver leuchten. Das habe ich zum Beispiel hier bei denen hier an der Seite. Da fällt das extrem auf. Das ist auch schön zu sehen. Also man hat so insgesamt so einen wunderbaren, natürlichen Tages-Nacht-Rhythmus. Und das jetzt nicht mehr knallhart mit der Dampfhammer-Methode, sondern ganz, ganz smooth. Und das ist eine feine Geschichte. Also mein persönliches Fazit, ja, ist eine teure Sache. Wenn man überlegt, gehen wir jetzt mal von der Einheit aus, die ich hier habe, die mit 1 Meter Kantenlänge, die kostet, wenn ihr so günstig bekommt, 185 Euro. Und die Smart Control liegt auch nochmal bei um die 100 Euro. Das ist eine Menge Kohle. Keine Frage. Ist es die Kohle wert? Ich sag mal so, die Smart Control könnte aus meiner Sicht ein bisschen günstiger sein. Die wirkt auch nicht so wirklich wertig. Die ist sehr leicht und mutet fast ein bisschen billig an. Will jetzt niemandem zu nahe treten, aber das ist mein Eindruck. Die Lampe an sich, als ich die das erste Mal ausgepackt hatte und in der Hand hatte, das ist wertig, das ist massiv, das fühlt sich einfach gut an. Auch auf dem Becken, die sieht ganz anders aus, wenn man oben auf den Deckel schaut, als bei der Standardbeleuchtung. Die macht richtig was her, das ist definitiv so. Um es kurz zu machen, ja, schweineteuer, aber ist ihr Geld schon ein Stück weit wert. Macht Spaß, kann ich empfehlen, ist eine schöne Erweiterung für das Becken, auf jeden Fall. Also von mir gibt es die Kaufempfehlung. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht, ob das für euch überteuert scheint oder was eure Meinung dazu ist. Lese ich gerne eure Kommentare und wir können ja auch dann auch ein bisschen diskutieren. Ich hatte euch ja versprochen, meinen Tagesrhythmus mal im Schnelldurchlauf zu präsentieren. Ich hoffe, das erkennt man überhaupt. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Ich habe das jetzt hier in der App auf Live-Modus geschaltet. Wir sind ja im Moment bei 15 Uhr. Ich gehe jetzt mal in die Nacht rein. Die Fische werden jetzt natürlich ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, man erkennt das. Ich gehe mal ganz schnell nach links mit dem Balken. So, jetzt sind wir bei 5% Blaulichtanteil. Der Rest ist dunkel, aber das seht ihr hier nicht. Ich gehe jetzt mal ganz langsam in den Tag und halte einfach mal kurz die Klappe und lasse das mal auf euch wirken und hoffe, dass ihr das überhaupt erkennt und seht. So, jetzt geht es wieder Richtung Abend. Ich versuche es so langsam wie möglich zu machen. Ist halt nicht so einfach hier manuell. So, das ist jetzt meistens der Punkt, wo die Pflanzen dann von den Spitzen her dann wieder zusammengehen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und dann gehen wir in die Nacht. Ja, das war mein Eindruck von meiner neuen Lampe. Wie gesagt, Kaufempfehlung kann ich geben. Teuer, aber gut. So würde ich es mal zusammenfassen. Ich nehme euch jetzt noch mal kurz mit auf die Reise, noch mal auf einen detaillierten Blick, dass ihr auch noch mal alles seht. Euch ist sicher auch schon aufgefallen, dass es ein paar mehr Neons drin sind und die Beilbäuche sind auch mehr geworden. Das hatte ich ja beim letzten Video schon gesagt. Das hat super funktioniert. Keine Krankheiten, kein gar nichts. Richtig schön eingelebt alles. Bin sehr zufrieden. Ja, das soll es dann auch gewesen sein mit dem Video und mit meinem Eindruck zu meiner neuen Leuchteinheit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dass ihr meine Videos so zahlreich anschaut. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst mir ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Und lasst uns über die Kommentare noch ein bisschen diskutieren, was ihr von der Lampe haltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.